Was war das denn? Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es hat mich wieder Zuschauerpost erreicht, das wird in letzter Zeit ein bisschen mehr. Ja, und da schauen wir rein. Ich kann mich gerade, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, nicht daran erinnern, dass vorher Bescheid gesagt wurde, dass es ein Paket gibt. Aber wenn ich nachher nachschaue, mit Sicherheit, ach ja, ja du warst es ja gewesen, ja alles klar. Vor kurzem hat Deepco den AK400 Zero Dark Plus vorgestellt. Das ist ein hochwertiger und modern auftretender Kühler, der eher auf den Budgetbereich abzielt. Trotzdem muss er sich mit seinen 4 Heatpipes, Matrix-Lamellendesign und TDP-Support bis 220 Watt nicht verstecken. Ein Ryzen 5 arbeitet hier beispielsweise bei 70 Grad unter Volllast und das ziemlich leise. Die zwei angebrachten Lüfter sind mit Fluid Dynamic Lagern ausgestattet, das sind übrigens die besten, und übertragen dank angebrachter Gummis weniger Vibration. Die Montage gestaltet sich erfreulicherweise auch ganz einfach. Links zum Kühler befinden sich in der Beschreibung. Wir beginnen mit diesem Paket hier mal. Das kommt von Tom aus Neubrandenburg. Nicht Altbrandenburg, nein, Neubrandenburg. Und das war ziemlich schwer. Es wurde mir hier runtergetragen. Aber ich habe es dann doch wohl auf den Tisch gekriegt. Das ist ganz cool. Also dann mal aufreißen, wa? Und danach erblickt mich das. Wunderschön eingepackt alles. Ich kann übrigens verkünden, ich besitze jetzt einen HDMI-Recorder. Das heißt, wenn hier irgendwo ein PC drin ist und ich den Monitor abfilme und das wieder die ganze Zeit unscharf wird und so weiter und so fort, zeige ich euch an der Stelle einfach die HDMI-Aufnahme von dem Teil. Dann sollte das Problem, glaube ich, ein für alle Mal eliminiert sein. Ich hoffe es zumindest. Das Ding kenne ich, das ist einfach ein Adapter, 3,5 Zoll Platten, dass man die halt in die DVD-Laufwerkschlitze packen kann. Hier ist noch, ist das Wärmeleitpaste oder so? Das muss ich auf jeden Fall nochmal sauber machen dann. Ich hole mir mal eben Karton für den ganzen Papier. Genau. Bisschen hell alles momentan, ne? Ich habe das mal ein Stück dunkler gestellt. Hier haben wir einen Kühler, den kenne ich, glaube ich. Arctic Freezer 64 Pro oder so. Das ist jetzt das Modell. Ach, daher kommt auch die Wärmeleitpaste. Das ist jetzt das Modell für AMD. Aber ich glaube, man konnte das auch mit Intel kaufen. Wenn das nicht sogar ein Paket war. Oh, ich erblicke ein Netzteil mit gelbem Lüfter. Das kann ja nur von Argus sein. Hier haben wir noch 2 CDs. Die Sims, tierisch gut drauf. Und Need for Speed Rivals. Wie ist das eigentlich hiermit? Ist dann da ein Key mit dabei? Da ist ein Key mit dabei. Und die Sims, tierisch gut drauf. Muss es 2 CDs geben? Ah, ja, okay. Wenn die CD schon fehlt, ist schon doof. Aber ich glaube, das waren immer nur PC-CD-ROM. Da war es scheinbar billiger, 2 CDs pressen zu lassen, anstatt eine DVD. Oder man hat gesagt, die meisten Leute hatten damals im Jahre 2006 noch kein DVD-Laufwerk. Und da wollte man so vielleicht nett sein, weiß ich nicht. Dann eine Grafikkarte, blaues PCB, scheint alt zu sein. Ein rotes Ungetüm, HD 4800 irgendwas, 4870. Die 48 am Anfang habe ich jetzt geraten, aber ich mag dieses Kühlerdesign. Oh Gott, ein altes Mainboard. Das kenne ich, das habe ich schon dreimal gehabt, glaube ich. Ah, da liegt doch schon die Blende dazu, perfekt. Irgendwie AMD X2 steht da drauf, also wird das wohl ein AM2-Sockel sein. Ach, steht sogar drauf, also ist das in Ordnung. Die Blende scheint dann auch wohl hier mit dazu zu gehören. Dann haben wir hier einen Staubfilter, irgend so ein Laufwerksblendenteil und einen Lüfter, der definitiv keinen Staubfilter gesehen hat. Aber diese Teile, die hängen auch üblicherweise immer unterm Netzteil. Also merkt man da nicht viel von. Ich habe mal eben den Winkel gewechselt. Ich hoffe, es stört nicht. Ich will nur, dass man zumindest den gesamten Inhalt einmal irgendwie sieht. Ansonsten kann das vielleicht auch mit dem Fokus ein paar Probleme geben. Oh, G41er Chipsatz, ja, Sockel 775 mit einem Core 2 Duo, Core 2 Quad Q6600. So ein Teil habe ich auch mal gehabt. Allerdings hatte ich dann schon, glaube ich, ein i7 2500, wollte aber trotzdem damals wissen, ja, okay, wie schlecht oder wie gut ist denn das Teil? Und naja, Blende dazu? Keine Blende dazu. Hier drin vermag wahrscheinlich nur ein Kühler zu sein. Oh, wenn man den noch benutzen möchte, ne, oder wenn ihr solche Kühler mal seht, es gibt ja die ganz normalen Boxkühler, ne, und die haben, glaube ich, schon seit ewigen Jahren dieselben Pushpins. Man kann die Pushpins ausbauen und hier reinsetzen und den Kühler dann dafür auch noch weiterverwenden. Ja, ist auf jeden Fall ein fettes Teil. Hier noch ein paar mehr Kleinteile, so in die Kabel oder sowas. Das hier sind bereits mal irgendwo befestigte LED-Leisten mit Katzenhaaren dran. Ich glaube, die klebe ich am besten nicht nochmal irgendwo auf.
Hier noch ein paar Kleinteile zusätzlich zu den kleinen Teilen. Oh nein, ich habe in Wärmeleitpaste gefunden. Nee, nicht ganz, aber ist das eine Kartoffel? Ach nee, ein Ersatzkühler für eine Grafikkarte. Okay, für welche denn? Und hier ist auch der passende mit abgerissenen. Na, hier haben wir eine Platte mit 500 GB. Oh, und noch ein Kühler. Aha, riesig groß. So. Und das hier sind noch drei einzelne Kartons, die in dem großen Karton drin war. Einmal ein MacBook-Karton, ist da ein MacBook drin? Nee, aber schön, dass das hier wieder rausgefallen ist. Ich muss das Körbchen irgendwann nochmal ersetzen. Das ist eine Laptop-CPU, irgendwas von Intel, Pentium oder Core 2 Duo T5500. Kann man mal eben googeln, was der kann. Hier eine Grafikkarte, XFX 6770 mit 1 GB, immerhin GDDR5. Ist aber auch ein sehr komischer, ja, kein komischer Kühler, aber warum hat man hier das gemacht? Oh, hier fehlen Schrauben. Ja, okay, die wird dann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Sowas habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Eine USB 2 Erweiterungskarte. Und hier hatten sie erst gedacht, setzen wir da einen großen Transistor drauf und dann hat es ein kleiner auch getan. Einfach nur für USB 2. Hier gibt es eine Blende. Ich frage mich, für welches Mainboard. Und da dürfte ein Fahrrad drin sein. Na, fast. Ist eine Klingel. Und dann natürlich noch das Mainboard hier. Asus M4N68T. Entweder Sockel ARM3 oder ARM3 Plus. Die Verpackung hiervon war ja ein MacBook. 13 Zoll LED Backlit Widescreen Notebook. Na, hier steht's doch. Core 2 Duo, habe ich doch gesagt. 2 GB, 250 GB Festplatte. 9400M GeForce. Okay. Und wofür steht dann das SD? Ah, ich weiß doch auch nicht. Und befindet sich hier in diesem schweren Karton tatsächlich ein Netzteil? Nee, aber andere Kleinteile. Warte, das hebe ich mir dann für später auf. Sonst muss ich nämlich jetzt alles klitzeklein hier verteilen. Da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Und hier ist hoffentlich nicht das drin, was draufsteht. Nee, es sind noch mehr Mainboards. Wer hätte es gedacht? Oh, was ist das für ein Kühler? Ich habe noch nie einen solchen Kühler gesehen. Der hat echt was. Warum haben wir einen 8-Pin-CPU-Anschluss? Was haben wir denn hier überhaupt? Was ist das? MSI vermutlich. Weiß aber niemand, weil es niemand draufgeschrieben hat. Sockel dürfte Sockel 775 sein. MS7 blabliblablub, das ist auf jeden Fall ein MSI-Board. Wahrscheinlich irgendwann mal ein Medion-PC gewesen. Aber mehr ist hier nicht drin. Und dann erblicken wir hier eine ganze Menge Arbeitsspeicher. DDR2, DDR2, DDR2. Hier noch mehr DDR2. Noch mehr DDR2. Ne, das ist, wollte schon sagen, DDR1. SD-RAM. Und alles Mögliche. Noch eine Blende für irgend so ein Board. CPUs. Noch mehr CPUs. Oh, das dürfte Intel 08. Das dürfte eventuell ein i7 sein. Prozessoren. Noch mehr Prozessoren. Noch mehr Prozessoren. Noch mehr. Hier ist auch einer drin. Lüfter dürfen natürlich in keiner Zuschauerpostfolge fehlen. Noch ein paar Ersatzbefestigungen für einen Kühler. Laptop-LAN-Karten, modulare Netzteilkabel, PC-Express-Adapter für solche Laptop-WLAN-Karten. Wenn ich mir das Teil jetzt hier anschaue, ne, kommt mir irgendwie sehr, sehr komisch vor. Aber hier lag ja so ein Kärtchen dabei. Nee, dich können wir nicht nehmen. Wir brauchen NGFF. Nee, das ist doch ein ganz eigener Anschluss, oder? Also ich meinte gerade diesen Abstand hier, das ist ja manchmal normal, dass da fast in der Mitte was... Aber ich weiß auch nicht, da muss ich nachschauen. Steht wahrscheinlich als Modellnummer oder mit bei der Modellnummer dabei. Also Lüfter, Kabel und Arbeitsspeicher ohne Ende. Jetzt kann ich daraus endlich ein Mobile bauen. Zumindest aus den kleinen Riegeln, die irgendwie nur 256 MB groß sind. Komisch, dass dieses Kabel hier mit dabei ist und dass das passt. Was soll ich denn hiermit noch zusätzlich tun? Stromversorgung? Wofür hat man das gebaut? Ich kenne dieses Design, glaube ich, tatsächlich nur von Apple. Ich bin bei den ganzen Prozessoren mal hingegangen und habe die versucht, so grob übereinander zu packen. Hier haben wir zwei Celeron Ds, Pentium 4s, irgend so ein etwas älterer Intel Pentium noch mit einer Keramikhaube, so irgendwie. Das hier ist tatsächlich wohl ein i5-560. Da würde ich wohl behaupten, dass das die beste CPU ist. Ist eine Laptop-CPU. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 AMD Athlons. Bei dem hier kann ich es dir echt nicht sagen. Ich schätze aber, es wird auch wohl Intel sein, weil das derselbe Sockel ist wie diese Teile hier. Und immer, wenn ich manchmal PCs ja nicht ausgeschlachtet habe, aber wenn ich PCs gesehen habe, mit so einer CPU habe ich direkt Abstand davon genommen, weil die Teile tatsächlich, da steht Copyright 1999 drauf, also kamen die wohl 2000 oder 2001 so irgendwie das erste Mal raus und ja, hier steht auch noch irgend so ein CBO-DO 2012-13 drauf, da ist noch ein Preisaufkleber 119 Mark oder Euro drauf. Dann gibt es hier für Sockel AM2 noch zwei Semprin, ein Athlon X2 3800, 1, 2, 3, 4 Core 2 Duos, 4 Pentium 4 ist für Sockel 775, ein Celeron Pentium Dual Core, ein Xeon für Sockel 775 und hier das ist ein Pentium G630 für Sockel 1155. Also ja, das wird was mit dem Mobile, ne? Weiß ich nicht, oder? Sind die noch irgendwo gefragt? Benutzt man solche Teile noch? Die sind ja eigentlich arg langsam, oder? Den Arbeitsspeicher habe ich jetzt nicht komplett gezählt, aber wir haben hier DDR2 SODIMM 1 GB 256, nochmal 256, obwohl das hier dürfte DDR1 sein. Dann ein einzelner 2 GB DDR2 Riegel für DDR2, einer der wirklich noch zu gebrauchen ist und der Rest ist einfach viel zu klein, 512 oder sowas. Hier, ich würde mal schätzen, so 20 mal 1 GB DDR2, also. Ne, und hier DDR1 Arbeitsspeicher, eine ganze Menge, 512 MB und so weiter und so fort. Dazu dann noch hier das. Das Board habe ich tatsächlich mal besessen. Das ist eine Karte, die man dementsprechend einsetzt, ob man sagt, ich benutze jetzt SLI oder nicht. Wahrscheinlich haben es manche Leute auch nicht gewusst, aber ja, früher hat man das halt hier mit so einem Kärtchen gemacht. Diesen Riegel hier habe ich vorher auch noch nie gesehen. Das ist der einzige Riegel, wo eine Modellnummer mit dabei steht. Oder ja, Größe kann man irgendwo an der Seriennummer mit erkennen, aber Internetrecherche dazu sagt, das wäre SDRAM SODIMM. Alles klar, okay. Hier drum zu liegen jetzt die Mainboards. Ich habe die gerade mal ein bisschen sauber gemacht. Auch den Arbeitsspeicher, wenn da noch welcher drauf war, einmal rausgenommen, wieder draufgepackt. Und können wir ja gleich testen. Und das hier ist der Inhalt aus dem Kleinteilebeutel. Einmal so halbe Kühlerbefestigungen. Also da werde ich, glaube ich, die anderen Kühler nicht mit beglücken können. Auch hier so einzelne Schrauben oder sowas. 4 SATA-Kabel, noch so Lüfteranschlüsse von Be Quiet Lüftern, glaube ich. Ein MicroSD-Kartenleser, USB 2.0 Y. Eine Compact-Flash-Karte von Cisco, da gucke ich auf jeden Fall gleich, was drauf ist. Ein WLAN-Dongel, was unter neueren Geräten gar nicht erst funktioniert. Davon habe ich nämlich selber ein paar. Hier, das ist ganz cool, wo liegst du denn? Genau, ein Adapter von Molex auf diesen Mini-SATA-Anschluss für CD- oder DVD-Laufwerke bei Laptops, weil die ja einen etwas dünneren Anschluss haben. Was das für einen Sinn hat, weiß ich zwar nicht, aber jetzt habe ich so ein Teil mal, damit ich die Geräte auch mal separat verwenden kann. Das packe ich auf jeden Fall mal direkt weg, bevor das hier irgendwo untergeht. Das ist irgend so ein SATA-Kabel auf eSATA. eSATA habe ich noch nie benutzt und nee, ich mag den Standard nicht. Und dann hier glaube ich noch SLI, ja genau, zwei SLI-Brücken. Und dieses Teil hier, ich habe mich erst gewundert, was das ist, weil ich diese Form tatsächlich kenne. Wenn das jetzt die Oberseite von einer Tür wäre, könnte man das da dran hängen, aber das macht auch nicht wirklich Sinn. Das ist nämlich dann tatsächlich wohl ein Handyhalter. Und das Teil ist gerade noch so konzipiert, dass mein schönes, fettes Handy da so gerade eben noch reinpasst. Da hier unten schon nicht, aber ja, an den Seiten passt das wohl. So, dann würde ich sagen, testen wir mal die Mainboards und die Grafikkarten. Aber als allererstes teste ich einmal dieses Argus-Netzteil, was dabei war. Ich glaube, das ist nichts Vernünftiges. So, werde ich gleich einmal zum Sicherungskasten laufen müssen, wenn dieses Netzteil gestartet wird. Mal schauen. Ja. Ding. Piep, piep. Spannungen scheinen in Ordnung zu sein. Das Teil piepst auch nicht. 12 Volt, 12,1 Volt, 5 Volt, 3,3 Volt, passt alles. Guck dir das mal an. So leicht, selbst mit der Hand, sollten solche Stecker nicht rausziehbar sein irgendwie. Und das ist auch generell, da steht ja drauf 420 Watt, ne? Wenn du heutzutage ein 420 Watt Netzteil dran hast, dann ist da mindestens ein 8-Pin Grafikkartenanschluss dran, so irgendwie. Und deswegen frage ich mich, wie alt das ist. Und vor allem 15 Ampere auf der 3,3 Volt Schiene, das geht, oder? Hm. Ich habe mal mit Board Nummer 1 gestartet, das ist hier dieses BIOS da
G41 Chipsatzteil da, Sockel 775, sind glaube ich alle Sockel 775 oder aus dem Alter zumindest. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass der die Maus mal wieder und Tastatur nicht erkannt hat. Jetzt zeigt er mir den Hardware-Monitor und fragt nach, nach einem Bootgerät, aber gibt's ja nicht. Entfernen, F1 oder so, oder muss ich dich dazu jetzt neu starten? Ja, wahrscheinlich. So, perfekt. IDE-Konfiguration und das BIOS ist sehr langsam. Ich finde es sehr, sehr komisch, dass ich hier die SATA-Festplatte manuell als erstes Bootgerät angeben muss. Eigentlich, sobald er irgendwas findet, zumindest das erste Gerät, sagt er ja dann immer, ja, okay, komm, fahr von mir aus hoch, ich kenne ja eh nichts anderes. Smartphone Configurator, Control Mode, Quiet, F10, okay, danke. Ich hoffe, dann bist du ein wenig ruhiger. Ja, schon mal besser. Piep. Erstmal eine halbe Stunde konfigurieren, damit überhaupt irgendwas passiert. Ah, ein Windows-Symbol, das ist gut. Ich kann aber den SATA-Modus nicht einstellen, das heißt, gibt, glaube ich, gleich ein Bluescreen. Das Board hatten wir ja gerade, das startet wohl, aber Windows braucht unheimlich lange zum Hochfahren und wird auch nach 5, 6, 7, 8, 9 Minuten irgendwie nicht fertig. Und ich habe es dann gelassen, auch wenn das irgendwie... Ah, was war das denn? Ah, ja, irgendwas ist da wahrscheinlich umgefallen hinter mich, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, du funktionierst nicht und das Board muss auch in meinen Händen nicht funktionieren. Ich habe da leider schon Besseres. Und bei dir, du machst gar nichts, du gehst an, du startest. Ich kann dich mal einen Pieper anschließen und ich vermute mal, dass das Medion-Board war, weil man kennt diese Medion-Dinger ja, auch mit der Farbe bei den Arbeitsspeicherriegeln zum Beispiel und auch in Rot generell. Hier habe ich einfach nur die beiden LEDs. Ich weiß nicht, was das Board mir sagen möchte. Ich packe da jetzt nochmal eine ältere Grafikkarte drauf. Die da ist, glaube ich, eine 8400 GS oder so. 7200 GS. Noch älter und noch schlechter. Vielleicht geht es damit, weil ich keine alten Grafikkarten tatsächlich habe. Und das ist, glaube ich, eine GT 520 oder 720 oder so. Die können halt nichts, haben aber HDMI. Deswegen dachte ich mir gerade, könnte ich das damit aufnehmen. Aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Deswegen lass mich das mal eben probieren. Ansonsten nächstes Board. Ja, und du, würde ich behaupten, benimmst dich auch sehr, sehr kurios, wenn man dich starten möchte. Achte mal auf das Pieptonintervall. Das habe ich so noch nie gehört. Piep, 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 piep. Und dann kamen da gerade noch mal 4 lange Pieps dazu. Ich weiß nicht, was die mir sagen sollen oder wollen. Aber ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe da auch gerade die andere Karte drauf gehabt. Damit gab es dann noch die 4 Piepse dazu. Ich glaube, du bist auch kaputt. Oh Mann. Okay, gut, ich würde sagen, wenn schon das zweite Board mit der SSD nicht zurechtkommt, kann es einfach sein, dass da die Windows 10 Installation ein Stück zu neu ist oder so. Ich habe dir jetzt mal Windows 11 Stick reingesteckt, einfach nur mal zum Probieren, ob der überhaupt versucht zu installieren. Also das ist mein modifizierter Windows 11 Stick, der auch ohne TPM-Checks läuft, sonst wird das Ganze natürlich keinen Sinn machen. Aber schau dir das an, die Capture-Karte meckert jetzt die ganze Zeit, dass sie mit dem Signal nichts anfangen kann. Das sah gerade noch anders aus. Und es war die gleiche Grafikkarte. Vielleicht muss ich dich mal neu starten oder so, aber ja, das dauert jetzt. Ich glaube, ich mache mir nebenbei noch einen Film an oder sowas. Eigentlich würde ich auch gerne noch was essen, aber... Ah, oh, nee, oder? Doch, ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was auf der SSD drauf ist, aber so wichtig kann es nicht sein, sonst läge sie nicht da am Schrank. Jetzt kann ich dich mal befragen, warum du die ganze Zeit blinkst, dass du mit dem Signal nichts anfangen kannst. Oder liegt das daran, dass das Overscan hier nicht vernünftig funktioniert und du deswegen dann sagst, nee, ist keine Supported Resolution von mir. An der Stelle mal eine kurze Frage an euch. Die Capture-Karte hat wohl ein Problem damit, wenn mehrfach die Eingangsauflösung gewechselt wird. Und wenn ich sie dann einmal vom Strom nehme und wieder einschalte, dann kann ich auch direkt aufnehmen. Gibt es ein HDMI-Adapter oder Durchspeisegerät, was den Ausgang die ganze Zeit aktiv lässt, obwohl nichts angeschlossen ist? Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Full-HD-Signal habe, geht dann Fullscreen durch. Wenn ich ein 720p-Signal habe, dass das nur die Hälfte des Bildes ist oder irgendwie sowas. Gibt es das? Kann das auch sein, dass ich da... Es gibt, glaube ich, so superschnelle HDMI-Switcher, die dann, wenn man das Signal umstellt, zack, wirklich direkt das Signal umgestellt haben. Man kennt das ja, wenn man auch den Eingang am Monitor wechselt, dann dauert das ja immer 5 Sekunden. Kann sowas funktionieren? Gibt es sowas irgendwie? Weil ansonsten muss ich schon jetzt feststellen, dass diese Standalone-Capture-Karte nicht das Richtige ist für meinen Einsatz. Ich kann doch jetzt nicht jedes Mal vor jeder Aufnahme das Teil einmal vom Strom nehmen und wieder anschließen. Also ja, klar kann ich machen, aber das ist dann wieder irgendwas Nerviges.
Was natürlich auch ginge, die ganze Zeit am PC angeschlossen lassen, per OBS, weil wenn man in OBS die Auflösung wechselt, dann sieht das ja auch so aus. Wenn ich ein 4K-Bild habe, haben wir das komplett groß und wenn ich dann ein Full-HD-Bild habe, dann haben wir, glaube ich, nur so ein kleineres Bild davon in der Ecke. Wisst ihr, was ich meine? Gibt es das? So, Windows ist drauf und nach langer Zeit ist dann auch der Cinebench-Test endlich mal fertig geworden. Ich habe festgestellt, ja, 155 Punkte sind jetzt nicht die Welt, das hat sich gereimt, wunderschön, dass der PC gerne auch mal abschmiert, auch wenn er gerade mal nichts tut. Okay, du bist an und noch nicht abgeschmiert, aber ich habe das Gefühl, so wenn man hier vielleicht die Grafikkarte so ganz bisschen bewegt, so, ne? Glaub, dann ist es schon um dich geschehen. Nee, doch nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall, Sockel AM3 ist jetzt auch nicht gerade das Neueste. Aber ich habe dann die Gunst der Stunde einmal benutzt und geschaut, was hier auf der Karte drauf ist. Und weil es eben eine Cisco-Karte ist, hätte ich gedacht, dass da vielleicht irgendeine Konfiguration von einem Router vielleicht drauf gewesen ist. Windows sagte, das Teil wäre, da wäre nichts zugeordnet drauf und wurde wohl nicht benutzt oder wurde gelöscht, bevor das dann irgendwie die Hände gewechselt hat, weil Cisco, ich hatte gerade auch geschaut nach der Modellnummer, die wurden tatsächlich damals dann in irgendwelchen Routern eingebaut. Wahrscheinlich wurde eine Konfiguration gespeichert oder so. Cache kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Dann gehen wir nochmal hin und probieren die SSD dann damit. Und dann sollte es auf jeden Fall klappen, oder? Und was willst du sagen? Der Quad, der ist natürlich ein bisschen besser als dieser hässliche Dual-Core von AMD seinerzeit. Und das Mainboard hat tatsächlich vorhin gedacht und mir gesagt, ja, Overclocking failed. Also ich habe nichts übertaktet hier, das wüsste ich. Also scheint das Board vielleicht ein bisschen Demenz zu haben oder so. Ich weiß es auch nicht. Und bei jedem Neustart muss ich noch einmal den USB-Stick rausnehmen und wieder reinpacken, damit der im Betriebssystem unterstützt wird. Kann auch gut sein, dass es noch ein Treiberproblem ist. Aber wenn ich jetzt hier noch Treiber installiere, ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Ja, und welches Board bleibt dann noch? Dieses komische Teil hier. Allerdings habe ich da gesehen, ich weiß nicht wo, aber irgendein Kondensator ist auf jeden Fall dabei aufzugehen. Deswegen würde ich fast behaupten, dass das Board nicht mehr funktioniert. Zumindest laut der Erfahrung, die ich mit anderen Mainboards gemacht habe. Unter anderem auch eines aus einer Xbox. Ich habe mir irgendwann mal die originale Xbox gekauft für 30 Euro oder 25 oder 35. Das war aber so eine durchsichtige Variante. In sehr, sehr schönem Zustand und da waren auch die Kondensatoren schuld. Und ja, ich verlinke das Video hier oben oder ich habe es gerade schon mal verlinkt. Sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Das war ein reibungsloses Video, sage ich mal. Das war schön. Ich halte es für einen komischen Anblick, das Board jetzt hier zu sehen. Das dürfte wohl aus 2007, 2008 sein, mit diesem relativ neuen Ryzen-Kühler da drauf, der wahrscheinlich 2-3 Jährchen alt ist oder so in meinem Fall. Der X2 Dual-Core da drauf, Athlon X2, 111 Punkte, ja, nichts Dolles, wie immer. Arbeitsspeicher wurde hier direkt erkannt, allerdings gab es beim ersten Hochfahren direkt so eine Art Treiberproblem mit der Grafikeinheit. Das Bild war voll mit Pixelfehlern und verzerrt und so weiter. Nach Neustart war es dann wieder behoben und sieht relativ normal aus, ansonsten hätte ich euch das jetzt gerne gezeigt. Das ist übrigens ein Acer Board aus einem Acer Prebuild gewesen und ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal ein Acer Prebuild in der Hand. Da war es genauso gewesen, dass tatsächlich manchmal nur bei der internen Grafikeinheit es dann solche Grafikfehler gab. Aber ja, funktioniert noch. Ich weiß doch leider nicht, was ich damit machen soll. Es tut mir wirklich leid. Also, Mobile, sag ich doch. Ich wollte die Grafikkarten ja noch testen und da hielt ich das für angebracht, ein Board zu benutzen, wovon ich weiß, dass es funktioniert. Allerdings habe ich das als funktionieren gekauft und das funktioniert tatsächlich auch wohl irgendwie, glaube ich, 20 Euro für dieses Board, so ein X58er Teil mit einem i7 drauf und dann zusätzlich noch irgend so ein Board mit einem i5 4450, 4460, 4440, weiß ich gerade nicht mehr. War super günstig. Und ja, das Board habe ich hier jetzt drauf und es gibt ein Bild, aber der Treiber will nicht funktionieren. Kann auch ganz gut sein, der Treiber, den ich runtergeladen habe, ist von 2013 und nur für Windows 8. Und dazu kommt, dass der Lüfter auch noch einen Lagerschaden hat. Hörst du jetzt gerade vielleicht, wenn du ganz genau hinhörst? So ein gewisses... Ich glaube, der ist gerade auch einmal kurz stehen geblieben. Und dann wollte er mich erschrecken und ist dann einmal aufgewirbelt, einmal super laut geworden und dann 3 Sekunden später wieder leise. Also schauen wir mal, was die andere Karte sagt. Da fehlen ja sogar 2 Schrauben für den Kühler, warum auch immer. Und hier gibt es einen schönen Piep, Piep, Piep.
Also einmal lang, zweimal kurz, gleich Grafikproblem, Grafikfehler, die Karte ist kaputt. Aber wenn der Kühler nur mit 2 von 4 Schrauben und die nicht mal diagonal, dann kann das auch, also ja. Was ist das überhaupt für eine Karte, das weiß ich gar nicht. Es ist eine HD Radeon 6770, hatte ich am Anfang schon einmal gesagt, aber es ist mir gerade entfallen, ist ja auch schon spät. So, und dann gibt es ja noch die Kühler. Der hier gehört ja gar nicht dazu, aber zum Beispiel der hier und die anderen beiden, die habe ich einfach weggepackt, weil entweder die Befestigung kaputt ist oder weil eine Befestigung komplett fehlt. Und da könnte ich, wenn ich es unbedingt wollte, neue Pushpins dran setzen. Aber ich habe da leider keinen Bedarf für, weil es ein 775er Kühler ist. Davon habe ich 2 Stück und mehr werde ich nie im Leben mehr brauchen, weil alt. So, und hier habe ich nochmal eben die Platte angeklemmt, die 500 Gig. Und ich wollte jetzt eigentlich Crystalis Info öffnen, aber es passiert nichts. Vielleicht müssen wir aber noch warten. Der macht hier jetzt einen auf keine Rückmeldung, wenn ich mir die Daten von der anderen Platte anzeigen lassen will. Deswegen hat es gerade wahrscheinlich so lange gedauert. Das sind jetzt die Daten von der SSD, wo Windows von hochgefahren ist, also meine. Und ich hätte auch gerne aufgenommen jetzt mit dem Teil, aber der blinkt jetzt nur. Und dann muss ich dich einmal neu starten, dann kannst du auch ganz normal aufnehmen. Oh Mann, warum? Warum? Das dauert alles super lange hier. Also ich weiß, das ist jetzt der erste i7 der ersten Generation. Das ist alles nicht so super schnell, aber das sollte sehr viel schneller alles vonstatten gehen. Oder das liegt einfach daran, dass die externe Platte per USB 2 angeklemmt ist. Ist zwar fürs Formatieren eigentlich egal, erstmal würde ich jetzt behaupten. Boah, ne? Aber gut, Crystal Disk Info sagt 3000 Betriebsstunden, 450 mal eingeschaltet. Die ist auf jeden Fall noch halbwegs frisch. Und hier schwebende Sektoren haben wir nicht. Ah, wieder Zuweisungseignisse. CRC-Fehler hier. Das kann passieren, wenn das Timer vom Strom genommen wird. Aber wenn du jetzt schon unzulässige Funktion, ja, dann bist du kaputt. Dann hängt das auch zusammen, obwohl das jetzt keine große Betriebsstundenzahl ist. Aber wieder Zuweisungseignisse. Da bin ich ein bisschen pingelig. Ja, das war es eigentlich wohl. Bevor ich euch entlasse, ist mir aber noch was aufgefallen. Der Kühler hier drauf, ne, der gehört da gar nicht hin. Ne? Wir sehen hier, da ist so ein bisschen was Weißes. Das ist tatsächlich wohl so eine Art Kleber. Und ja, das sieht auch so aus, als hätte man diesen Lüfter einfach irgendwo ausgeknipst aus dem Gehäuse und dann einfach hier drauf geklebt. Das erklärt dann auch dieses hier. Kann nämlich auch gut sein, dass das, nee, weiß ich nicht, aber ich mag sowieso so ein Kühlerdesign überhaupt nicht. Und es ist auch verdammt schwierig, hier für einen Ersatzkühler zu finden. Ne? Wenn ihr nur 2 Schrauben habt, bitte diese Schrauben diagonal anbringen. Ansonsten ist der Kühler nicht vernünftig drauf, der Grafikchip überhitzt oder was weiß ich. Das ist schade, aber deswegen habe ich jetzt hier bei der Karte auch kein Problem, das Teil mal eben auf den Boden zu schmeißen. Aber die Karte ist eh, selbst wenn sie funktioniert, glaube ich 10 oder 15 Euro wert. Ja gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschicken, fürs Zuschauen. Bei Input gerne her damit. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.